Das Icon-Tausch 3 Event ist gestartet. Wir schauen uns jetzt die Aufgaben genauer an. Viel Spaß! Insgesamt kannst du bis zur nächsten Season 9 Tokens sammeln. Für 3 der Icon-Traps musst du in dem Modus eine Liga spielen. Dort muss dein ganzes Team, also die Mannschaft und die Auswechselbank aus einer Liga sein. Außerdem musst du, um die Aufgaben zu schaffen, mindestens 8 Erstbesitzspieler in deiner Startelf haben. Das sind Spieler, die du bei Aufgaben bekommen hast, als SBC gemacht hast oder einfach aus einem Pack gezogen hast. Ob ein Spieler Erstbesitzer ist, kannst du oben rechts bei Gekauft für in der Spielerbio nachgucken. Bei der Bundesliga musst du dann mit so einem Team 4 Spiele gewinnen und in insgesamt 10 separaten Spielen ein Tor schießen. In 6 Spielen musst du dann noch eine Vorlage per Steilpass sammeln. Diesen führst du einfach mit Dreieck aus. Für die Liga-Aufgabe musst du in 10 Spielen je eine Vorlage sammeln und von den ganzen Spielen 4 gewinnen. In 6 von den Spielen musst du ein Tor per angeschnittenem Schuss erzielen. Diesen führst du mit der R1 und der Schusstaste aus. Für die La Liga-Aufgabe brauchst du auch wieder in 10 Spielen ein Tor und insgesamt 4 Siege. Zudem musst du in 6 Spielen ein Tor von außerhalb des Strafraums erzielen. Wie das einfacher geht, zeigen wir dir ganz genau in einem Video, das findest du in der Infokarte. Das ist aber mit die schwerste Aufgabe, mach also zunächst mal die anderen Sachen. Auch wenn du bei allen 3 Aufgaben nur 4 Spiele gewinnen musst, gehen die Aufgaben schneller, wenn sich alle Spieler an das Golden Goal Prinzip halten. In einem der nächsten Videos werden wir dir die besten Icon Trap SBC Möglichkeiten vorstellen. Lass also gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Im zweiten Aufgabenteil musst du für eine Aufgabe Rivals zocken. Hier musst du in 20 Spielen hier einmal treffen. Wichtig ist, dass du das Tor mit einem Erstbesitzspieler erzielst. Kommen wir jetzt noch zu den 4 Squad Battles Aufgaben. Hier musst du dann mit verschiedenen Teams je 7 Siege holen. Und das auf der Schwierigkeit Weltklasse. Einmal mit einem kompletten Portugiesen-Team, einmal ein Team aus der Eredivisie, dann ein Silberteam und ein Team bestehend aus OCL-Spielern. Hier müssen die Spieler aber nicht Erstbesitzspieler sein. Hierbei kannst du die Aufgaben richtig gut kombinieren. Spiel also am besten mit einem kompletten portugiesischen OCL-Team und einem Silberteam aus der Eredivisie. So sparst du dir insgesamt 14 Spiele. Die Teams dazu werden wir auf unserem Instagram-Channel hochladen. Check den gerne in der Videobeschreibung aus. Die letzte Aufgabe ist dann wie immer noch, dass du insgesamt 15 Weekend League-Siege holen musst. Hierfür hast du aber noch ein paar Weekend Leagues Zeit. Das war's zu den Aufgaben. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann stell sie uns gerne in den Kommentaren. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video.